So, dann geht's doch mal ab in die Chaos-Arena, mal sehen, was wir da gleich kriegen. Und eventuell mache ich das so, wie ich letztens schon mal einfach gegangen bin, weil ich keine Lust hatte auf die Arena, weil ich nur SMs hatte und ein Gladi oder so. Und das ist eine Arena, da ich so, oh nee, darauf habe ich gar keinen Bock. Weil zu viele SMs bedeutet einfach, du wirst von einer Ecke zur nächsten Ecke geführt. Und selbst wenn ich selber SM bin, ich hasse das einfach. Und ja, ich bin immer noch krank. Aber ich hoffe, dass das bald sich legt. Und ich wieder normal atmen kann. Puh. Naja, und dass wir ein Entry kriegen. Muss auch nebenbei was trinken. Dann sieht das doch direkt viel besser aus. Naja, nicht wirklich. So, aber jetzt können wir Entry reingehen. Passend, dass genau jetzt ich mit Naseputzen fertig geworden bin. Ja. Taschentücher sind schon was Tolles. Vor allem, wenn man erkältet ist. So, was haben wir da? Wir haben auf jeden Fall jemanden von Antrikscha reingekriegt. Das konnten wir gerade per Zufall sehen. Ich hasse. Ups. Diese Arena. Das ist nicht mein Lieblingsding. Das wollte ich gar nicht sehen. Gladi. Oh Gott. I. Jäger. Ja, gut, okay, es wird gehen, aber ich bin kein Fan von Arenen gegen Jäger, weil Jäger. Naja. Hoffen wir einfach mal, dass der andere SM nicht auf mich geht. Das wäre ein immenser Vorteil. Ich krieg von hier aus gerade niemanden rein. Was echt beschissen ist. Aber es wird schon gehen. LOL, das. Also, ich habe jetzt nicht echt LOL gesagt, aber ich habe LOL gesagt. Das ist etwas, was ich nicht wusste. In dieser Grütze geht auch die Acuity runter. Die da ist das. Ja, Acuity und Movement Speed. Das da vorne war ich gerade falsch geklickt. Acuity und Movement Speed, das wusste ich echt nicht. Okay. Also Movement Speed, das ist mir bewusst, nur Acuity. Okay. So. Erste Mal mit der verbesserten Waffe. Irgendwie sieht das gerade nach wenig MV aus. Ich weiß gerade nicht wieso. Ah ja, ich habe keinen Bonbon drin. Nehmen wir dich. Orange. Da ist so ein Mutant, den wollen wir nicht angreifen. Moment, hat der eine jetzt schon mit denen zu tun? Weiß ich gar nicht. Ob die den jetzt direkt adden. Wir gehen auf jeden Fall hier gleich erstmal hoch. Oder? Wie machen wir es am besten? Ich weiß es gerade nicht sicher. Ich bin nicht zu dem SM, bei der mir dann die 1 gibt. Und das wäre uncool. Ansonsten lasse ich kurz durch die Leiste schauen. Das sieht alles soweit richtig aus. Ja. Gemarkt haben wir bisher noch gar nichts, aus dem einfachen Grund, weil wir noch gar nichts ins Target kriegen. So, der SM ist auf jeden Fall da. Läuft nicht zu uns, was gut ist. Da ist der Templar. Der SM, den können wir vergessen. Mal kurz die anderen sich dort tümmeln. Den da will ich. So, der 4 ist draußen. Ich habe hier gerade einen Jägerfall gesehen. Da ist der Jäger. What? What the? What? Ich dachte, der Timmer ist hier schon draußen. Alter, seht ihr das? Dieser Drakan greift mich an, obwohl ich im 4 bin. Also, und er auch. Und. Anscheinend scheint der SM sich mit mir zu verbinden. Beziehungsweise ist es zumindest nicht auf mich gegangen. Habe ich nichts gegen. Macht uns das ein bisschen leichter. Och, komm schon! Müssen wir mal rum. Oh nee, jetzt fierst du mich auch noch? Verräter! Verräter an deiner eigenen Art! Nein, alles gut. Ich glaube, das sind aber auch die einzigen, die dann tatsächlich aktiv da sind. Von dementsprechend habe ich damit eigentlich kein Problem, dass die jetzt auch auf mich gehen.
Wir werden auf die nächste Arena hoffen. Ich bin nicht ein kleiner Movement. Also ich weiß nie, wie ich mit dieser Arena hier umzugehen habe. Machen jetzt unsere typische, wir gehen auf die, die AFK sind Strategie. Ich glaube, hier hätte ich anders abbiegen müssen, um da hochzukommen. Alter! Was will denn der Mob immer von mir? Seht ihr, ist ja schon wieder hierhin auf dem Weg. Muss hier lang, aber. So. Hä, wieso wurde ich aufgewertet? Ich habe doch gar nichts gemacht. Achso, weil ich so viel Schaden auf dem einen mitgemacht hatte. Okay. Ne, jetzt holen wir uns von dem hier 1000 Punkte. Das war relativ einfach. Der war nun mal AFK und wir müssen uns da nicht ins Getümmel stellen. Und das bevorzuge ich bei so etwas. Weil, ja, Getümmel nicht so cool. Und wir kriegen ja trotzdem unsere Punkte und müssen dafür nicht ewig viel fighten. Wisst ihr, das ist halt einfacher. Und ob wir jetzt durch AFK-Gegner oder durch richtige Gegnerpunkte kriegen, das ist mir Lachs. Lachs heißt übrigens egal. So, wir können sammeln, das ist gut. Mist. Okay, anscheinend haben die aber nicht sammeln oben. Okay. Nein, 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 nein. Dort ist. Der ist nicht da. Oh, ich hasse das, wenn sich das bei mir ummarkt. Das kommt zu 3, du bist zu 6. Das ist jetzt übrigens komplett random, dass der die 6 ist. Die 1 werde ich nicht töten, weil der den einen Typen Akku hat. Was ich ganz gut so finde. Nö, 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 nö. Wehe, du fierst mich wieder, dann kriegen wir Ärger miteinander. Du kleiner Dovi-Kopf. Die 4 läuft jetzt auf mich zu. Wird aber verfolgt von der 2. Wir werden immer dispeln. Paragottstein. Oh, hm. Ja, gut, dass ich. Dass die 2 mich nicht angegriffen hatte und den Parapock nicht auf mir hatte. Aber trotzdem, Jäger ist halt übelst ekelhaft. Wir werden uns den hier nochmal versuchen zu schnappen. Okay. 1250 Punkte haben wir dann nochmal bekommen. Viele unterschätzen immer das PvE in solchen Sachen. Also, ich meine, ich hätte ihn niemals hier stehen lassen, ja? Sondern wäre auf ihn losgegangen. Lol, zum Hängen habe ich ihn da gerade gespawnt. Habt ihr das gesehen, was das, wie das aussah einfach mal? Der eine SM ist anscheinend AFK gegangen. Ich werde mal versuchen, mir die Box zu holen. Ein Autotech noch. Und dann gehe ich auf den da hinten. Lol. Das kann doch nicht sein, der andere. Die Box hat 3 Leben und wenn ich 2 Schaden mache, dann kann die andere Person nur 1 Schaden gemacht haben, dann müsst. Die Kalkulation durch First Hit. Ja, okay, ich hab's vergessen. First Hit gibt nochmal zusätzlich Punkte. Also die Loot-Berechnung geht aus First Hit und weiteren ein. Ach, fuck. Das war schlecht von mir. Es wird letztendlich zwischen mir und dem Jäger entschieden, denke ich. Ich weiß nicht, wie die Punkte aktuell stehen. Der Jäger ist Platz 1, ich bin Platz 2. Ja. Ich werde jetzt gerne nochmal versuchen, hier von den, da mache ich halt dich, du Doofkopf, ey. Scheiß dummer Doofkopf. So, der ist tot. Die Punkte dort will ich. Zumindest noch schnell haben. Das Weitere sehen wir später. Jetzt in der letzten Arena. Okay, die Punkte in der Mitte will ich schnell holen. Die kriege ich auch. So, Platz 1. Jetzt gehen wir hier hoch und schauen von hier oben uns die Situation an. Scheiße, das Spawn-Schild ist noch drauf. Die 3 ist... Ah! Auf mir. Huch, wieso war ich denn gerade gerootet? Also, es fühlte sich an wie ein Root, aber es war kein Root, das wüsste ich ja. So, jetzt gehen die aufeinander, das ist gut. Dann kann ich mir nochmal... Treasure Box da anhitten. Da ist ein AFK da. Wehe, du bist nicht AFK, dann wäre das sehr unnett, dass du gerade auf AFK tust. Weil, ich meine, die kämpfen da oben jetzt gegeneinander und die sollen ruhig von mir aus gegeneinander kämpfen. Ich meine, dann hole ich mir die 1000 Punkte von ihm hier.
Bleib stehen, du Doofkopf. Bleib stehen. Ehrlich, und wehe, du fierst mich. Dann kriegen wir Ärger miteinander. So ist besser. Der hat übrigens einen interessanten Skin, finde ich. So, wieder die Punkte in der Mitte holen. Zufällig sind die jetzt hier. Ich hatte damit nicht gerechnet, um ehrlich zu sein. So, gehen wir wieder hier weg. Da ist wieder ein AFKader. Zum Glück geht der Gladi auch immer auf den einen. Das ist sehr gut für uns. Also die 1 Gladi geht immer auf den anderen da. Und das sorgt dafür, dass wir halt relativ schnell den Jäger vom Hals kriegen. Und der Jäger ist halt unangenehm. Ist nun mal so. Ja, fuck. Was hatte ich jetzt verkackt? Wir schauen mal, ob es hier drin ist. Nice. Da. Für den Fall, dass wir gleich mal kurz vorm Tod sind. 2. Ist im einfachen Grund, der eine ist eh so gut wie tot und scheiße, ich hab verkackt. Das hier ist die größere Gefahr. Oh, Bombe, Bombe, Bombe. Ah, ich konnte nichts mehr drücken. Nervig, diese blöde Damage-Bombe. Ah, der holt gerade auf, dieser Gladi. Ich setz mit dem auf die 1. Ha! Meine Punkte. Nein, 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 nein. Fuck. Huch, 4 Ginseng auch noch gleichzeitig. Wie viele Punkte habe ich? Okay. Oh, doch alle auf mich zu gehen, Leute! Wieso kann ich den Pott gerade nicht drücken? Also, ich könnte eventuell noch knapp Platz 1 sein. Ich weiß es aber nicht. Scheiße, Platz 2. Ist okay. Ah, da war... Er war es halt wieder! Wieso geht er überhaupt mich? Ich glaube, der hat was gegen mich. Es waren 2 SMs. Oh, das habe ich gar nicht mitbekommen. Ah! Sowas nervt. Ja, egal. Ich glaube, ganz ehrlich, langsam... Also, das ist echt uncool. Ah, geh doch nicht immer auf mich. Mist, Mann! Das reg ich auf. Well, well. What have they sent me this time? Ja, der Gladi war halt nervig. Ich hatte dazu ja auch während des Dings was gesagt. Ah, der war einfach... Es hat genervt. So, aber ich möchte das jetzt nicht unnötigerweise strecken, während ihr auch seht, wie ich mich mit ihm unterhalte. Deswegen sage ich, ich wünsche euch viel Erfolg selber in der Chaos-Arena und bis denn.